Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hero Chronicles Teil 16. Ja doch, Folge 16, aber Hero Chronicles Kapitel 8. So, wir wollen mal schauen. Schwert des Höllenfürsten suchen, waren wir schon. Können wir? Ich habe ja, glaube ich, gespeichert gehabt. Können wir gegen die kämpfen? Ja, das funktioniert mittlerweile auch ziemlich gut sogar. Und dann können wir uns tatsächlich... Aha, uns fehlt noch Gold. Uns fehlt noch ein bisschen Gold. Aber dann könnten wir uns Dings holen. Ein neuer Azur-Drache. So, das haben wir. Du gehst hierher, du gehst dahin. Doch, wir haben noch genug Geld. Du solltest so an... Ja, genau, du solltest dahin gehen. So rum. Und du darfst in die Stadt rein. So. Dankeschön. So, du rennst wieder zurück. Wir holen uns einen neuen Drachen. Sehr gut. Und dann hätte ich gesagt, speichern wir mal ab und schauen mal, ob wir da unten was machen können. Also bei dem Drachen hier. Eingeschüchtert von der Stärke. Nee, wir greifen an. Hat uns nur ein Ding hergegeben, aber das passt soweit. Da haben wir schon besucht. Aber das haben wir noch nicht besucht. Ach, der hat das zurückerobert. Das müssen wir auch nochmal gleich erobern. So. Aber erst einmal haben wir erhöht Angriff plus Dings. Um 6. Dann nehmen wir das Teil mal mit. So. So viele Gegner hier. So, aber wir wollen... Ja, guck mal, diese Dinger sind weg hier. Da haben wir doch diese geflügelten Zentauren, die Pegasi, glaube ich, gehabt. Die sind anscheinend jetzt weg. Dann holen wir uns das hier zurück. Der erobern gerade alles hier zurück. Den müssen wir erledigen. Und zwar so schnell wie möglich. Hätte ich gesagt. Bevor sie sich alles hier krallen wieder. Ja, bevor sie sich da alles krallen, müssen wir es auf jeden Fall zurückholen. So. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann... Ach, genau. Da wollte ich ja noch hin. Oh, oder habe ich das nicht schon gemacht gehabt? Habe ich das vergessen gehabt? Egal, auf jeden Fall können wir uns einen holen hier. Können wir uns da eigentlich auch schon wieder einen holen? Ja. Und noch weitere. Also das sieht im Moment ziemlich, ziemlich gut aus, hätte ich gesagt. Und ihr dürft mal... So. Da kann man das nicht erobern. Das Grenztor? Ach, das ist noch das Grenztor wahrscheinlich. Dann erledigen wir mal den hier. Holen uns den zurück. Was heißt zurück? Wir holen uns den hier. Helm des Chaos. Schön. Was haben wir eigentlich jetzt hier? Das habe ich ganz vergessen hier. Helm, himmlische Erleuchtung. Alle 4 Primärfähigkeiten um 6. Das ist ziemlich genial. Nee, den behalten wir auf jeden Fall. Okay, da haben wir Passiererlaubnis. Wir holen uns das hier. Wir kämpfen natürlich gegen die Wachen. Könnten uns einen Drachen holen. Ja, das machen wir auch mal. Ja. Und dann haben wir schon den grünen Dings geholt. Also wir sind auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich weit hier. So.
Nur der Overlord Tarum darf passieren, ruft einer der Beholderwächter. Ah, mein Overlord. Wollt ihr jetzt passieren, fragt einer der Wächter. Nein, erstmal nicht. Gabenwächter. Ah, ja, wir wollen passieren. Jetzt kommen wir dahin, jetzt verstehe ich's. So. Und dann können wir mal schauen. Dass wir hierher nochmal gehen. Und uns noch einen weiteren Drachen holen. Durch das Tor gehen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Wir kämpfen gegen die Wachen. Wir sind Stufe 24, holen uns nochmal einen Drache. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch das hier zu erledigen. Und dann war es das. Ah, das ist ja krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, dann holen wir uns das Ding hier zurück. Hat uns auch einiges gekostet, aber wir kriegen Ofrit hin. Und da haben wir mit dieser Aufgaben mit erfüllt. Ha, sehr schön. Dann haben wir hier 003, Monat 2, Woche, nee, halt, vergessen was zu machen, das ist, habe ich das da nicht richtig aufgeschrieben gehabt? Ja, ich habe es nicht richtig aufgeschrieben. Szenario 5, Monat 2, Woche 3, Tag 3. Und es geht in den Tunnel im Eis. Das ist jetzt das 6. Szenario dann. Tag nun muss sich ein Weg durch die Tunnel in einen riesigen Gletscher bahnen, um Gelo jemals einholen zu können. Er und seine besten Hauptleute gehen mit ihren Fertigkeiten, Zaubersprüchen und all ihrer Erfahrung ins nächste Szenario über. Alle Helden sind auf Stufe 30 begrenzt. Wir nehmen das ja erstmal. Das ist immer noch normal. Okay. Als Ufritin Tarnun anblickte, musste er zwangsläufig in ihm einen Mann sehen, der die Elfen verraten hatte und gemeinsame Sache mit ihrem Todfeind macht. Aber Tarnun musste seinen Gefangenen dazu bringen, ihn zu vertrauen und den Ort des eisigen Schwertes zu offenbaren. Die Alternative, ihn zum Reden zu zwingen, war zu schrecklich für Tarnun, um es in Betracht zu ziehen. Gelos Truppen waren in den Tunnel unter einem riesigen Gletscher verschwunden, also folgten wir ihm. Auch wenn diese Gänge bitter kalt waren, war diese Umgebung, in der meine Negon-Truppen zu kämpfen gewohnt waren. Leider gab es Anzeichen dafür, dass Kitscha und ihre Barbaren auch in diesem Gebiet waren. Ich frage mich, auf wen ich zuerst stoßen würde. So, dann schauen wir mal. Du hast nicht wirklich was dabei. Gehen wir mal kurz hier rein. Müssen wir alles mal wieder, ach, das müssen wir fast alles hier wieder aufbauen. Bauen wir erstmal den Marktplatz. Holen uns noch weitere. Dinger. Du gehst erstmal hierher und gibst die hier ab und gehst in die Stadt dann rein. Kann man die Pilze was machen damit? Nee. Hier können wir uns noch Holz holen. Okay. Heute sprach ich zum ersten Mal mit meinen Gefangenen, Ufritin. Ich habe den Zwerg fast einen Monat schmoren lassen, um seinen Widerstand zu schwächen und seinen Zorn zu besänftigen. Zusammen mit geringen und sporadischen Rationen und dadurch, dass er der Kälte ausgesetzt war, sollte Ufritin reif für die Befragung sein. Als ich mich Ufritins Eisenkäfig näherte, fand ich den Zwerg darin halbnackt, mit blauen Flecken und abgemagert vor, aber er schafft es noch, in seinen Stolz selbst auf seine Füße zu kommen. Macht es euch selbst nicht zu schwer und beantwortet meine Fragen, sagte ich. Warum nehmt ihr nicht die Maske ab und zeigt mir euer wahres Gesicht? Oder seid ihr ein Feigling? Antwortet Ufritin. Ich hatte gehofft, meine Verkleidung als Mutar die ganze Zeit über aufrecht erhalten zu können. Wenn ich ihr mein Gesicht enthüllte, hätte Ufritin wahrscheinlich in mir denselben Tag nun erkannt, der zu seinen Lebzeiten jahrelang an der Seite der Elfen von Afle gekämpft hatte.
Aber ich dachte mir, dass ich Ufotrin mindestens so viel schuldig war. Ich nahm also meine Maske ab und trotz der schwarzen Muster, die ich auf mein Gesicht gemalt hatte, erkannte er mich. Tanun, der Drachenfreund. Das war mein elfischer Name. Ja, das kann nicht sein, sagte Ufritin. Doch, es ist so, sagte ich, blickte mich um sicher zu sein, dass niemand in Hörweite in der Nähe war. Ich schauderte bei den Gedanken, was passieren würde, wenn meine Nikon-Truppen erfuhren, dass ich einmal für Avle gekämpft hatte. Ich bin Tanun, also glaubt mir, wenn ich sage, dass ich euch kein Leid zufügen werde. Ich bitte euch um Hilfe, Ufritin. Vielleicht kann ich weiteren Tod verhindern. Ufritin schwieg eine lange Weile. Ich konnte an seinem Ausdruck ablesen, dass ich der Letzte war, den er je hinter der Maske erwartet hätte. Schließlich sah er mir ins Gesicht und seine Augen waren hasserfüllt. Ich habe euch nichts zu sagen, Verräter. Ja, das ist ja super gelaufen. So. Okay, was haben wir da eigentlich? Hier ist ach, das sind wieder die Azur-Drachen. So, du gehst erstmal wieder zurück hier rein. Dann schauen wir mal. Dann bauen wir die Säule der Augen. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Badam, badam. Ja, es fängt halt wieder an, mit allem aufzubauen. Dass wir alles aufbauen müssen hier. Wollen wir mal kämpfen? Schaffen wir das? Schaffen wir. Dafür können wir uns mehr nur Tauchen holen. Und Erfahrung. Puh. Die Beine des Legionärs. Aber die Moral hat sich dafür verschlechtert. Wenn dieser Gegenstand bei einem Held in der Stadt erzielt, erhöht er die Zunahme der Einheiten der zweiten Stufe. Ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, hier müssen wir weiterbauen. Dann bauen wir erstmal das Rohstoffsilo, dann kriegt man nämlich Schwefel. Das ist nur ein Handelsposten. Ich reite erstmal wieder zurück hier, um uns ein bisschen weiter aufstocken zu können. Und dann gehen wir vielleicht erstmal in die Richtung. So, was bauen wir jetzt als nächstes? Eine Kapelle der Verstummten. Die Kommandantin der Medusen, Salissa, kam heute zu mir mit Neuigkeiten, von denen ich gehofft hatte, sie niemals hören zu müssen. Diese Barbaren sind überall in diesen vereisten Gängen, sagte Salissa. Ihre Medusa-Speer hatten die Tunnel erkundet und bei jeder Gelegenheit trafen sie auf Barbarentruppen. Kitscher hatte also auch einen Weg hinuntergefunden. Ich hatte mich gefragt, wohin sie wollte. Nun wusste ich wenigstens, wo sie war. Gute Arbeit, sagte ich. Okay, dann holen wir uns einfach mal hier ein paar... denen hier. Wir bauen noch ein Labyrinth. Dann können wir uns wenigstens noch ein paar Minotauren holen. Da unten Hexenhütte. Waren wir da eigentlich schon? Ach, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da schon gewesen bin. Ja, waren wir schon. Da haben wir noch eine Hütte des Seers. Ihr haltet euch stundenlang im Gespräch mit der kranken alten Frau auf, die hier lebt. Es verwundert euch, dass sie so gar nicht beunruhigt ist über die Tatsache, dass sie bald sterben muss. Ihre einzige Sorge ist, es jemand zu finden, den sie ihren letzten Besitz vererben kann. Sie sucht nach einem Würdigen, der die Stufe 25 erreicht hat. Nur jemand mit so viel Erfahrung hat ihre endlose Quecksilberfiole verdient. Ah, 25, wie viel? Ja, noch eine Stufe fehlt. Eine Stufe fehlt noch. Dann machen wir noch das hier. Dann können wir wenigstens zwei von denen noch holen.
Okay. Stadt. Jetzt könnten wir alles das Aufgestiegene machen, aber ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall erstmal eine Zitadelle. Dann erhöhen wir nämlich das Wachstum. Wenn er nicht reden will, dann lasst mich aggressivere Mittel der Befragung anwenden, schlug Kilkick vor. Aus Versehen hatte ich dem Behauter gegenüber meine Enttäuschung über meine täglichen Begegnungen mit Ufritin erwähnt. Fast eine Woche lang redete ich auf meinen Gefangenen ein, aber der Zwerg weigerte sich zu sprechen. Ich befürchtete, dass ich den Ort des Schwertes nicht so bald erfahren würde und dass ich nie mehr Gelegenheit bekäme, Gelo aufzuhalten. Keine Folter, sagte ich, zumindest jetzt noch nicht. Das verstehe ich nicht, sagte Kilkick. Er war mit Recht verwehrt, ich hatte bereits vorher die Folter zugestimmt, aber nur weil ich nicht beteiligt war. Ich kannte die Gefolterten nicht, ich musste ihre Schreie nicht mit anhören, aber bei Ulfritin, einen kühnen Helden, der Besseres verdient hatte, konnte ich mich nicht dazu durchringen. Und meine Weigerung rief einen Aufruhr unter meinen Truppen hervor. Obwohl ich keinen Beweis dafür habe, bin ich sicher, dass Kilkick zumindest teilweise hinter der aufkommenden Ungehorsam meiner Truppen steckt. Mein Erfolg hängt immer mehr ganz von Ulfritin ab und er hält mich für seinen Feind. So. Nochmal Erfahrung. Tempel. Ob er die schaffen? Gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall das Stadtrauthaus. Das heißt, wir bauen erstmal die Schmiede. Ich will halt auch ein bisschen mehr Geld haben. Also wir können jetzt auf... Wir haben auf jeden Fall ein schönes Wachstum. Ach, und ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Wir gehen mit dir erstmal wieder zurück, um neue Dinger zu holen. So. Dann... Das hier. Dann kriegt man nämlich schon mal 2000 Goldmünzen pro Tag. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So, Kapitol. Brauchen wir halt erstmal das Schloss. Das Schloss, da brauchen wir mehr Geld. Alles klar. Aber wir brauchen auch mehr Dinger hier. Ja, okay, dann bleiben wir erstmal hier. Ich will jetzt erstmal meine Dinger hier aufrüsten in der Stadt. Damit ich weiter erobern kann und alles. Ja, okay. Geht jetzt nicht anders. Aber ich brauche jetzt einfach... Ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufrüsten hier, bevor wir irgendwie was anderes machen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Puh. Okay, nochmal eine Runde ausgesetzt sozusagen. Wie gesagt, ich muss erstmal meine Truppe ein bisschen ausweiten, bevor wir irgendwas groß machen. Mein Minotauren-Leibwächter eskortierte heute die Medusa-Königin Salissa in mein Zelt. Was hast du herausgefunden? Fragte ich sie. Meine Späher haben 3 Barbarenbeugen gefunden, die unseren Weg blockieren. Und es gibt noch eine weitere Gefahr. All diese Tunnel stehen miteinander in Verbindung, was unseren Feind die Möglichkeit gibt, sich hinter unserer Frontlinie zu schleichen, sagte Salissa. Was sagst du dazu, Tronga? Fragte ich den Minotauren. Schulterzuckend sagte der Leibwächter. Schlag sie hart genug und diese Tunnel sind kein Problem. Richtig, wenn wir ihre Burgen einnehmen, gewinnen wir die Schlacht, sagte ich. Aber zur Sicherheit sollte ich einige Truppen zurücklassen, um das kleine Gebiet zu beschützen, das wir bereits erobert hatten. Das ist guter Hinweis. So. Dann noch die hier. Ja, die können wir sogar komplett holen. So, was ist mit euch? Ah, das lassen wir jetzt mal. Okay. Dann haben wir kein Geld mehr für irgendwas, aber wir können jetzt hier mal weitergehen. Es ist die Frage, wo gehen wir jetzt genau hin? Bleiben wir erstmal hier im Norden, hätte ich gesagt, und versuchen vielleicht hier oben mal ein bisschen was zu machen und zu erobern. So, hier das Kapitol. Ah, jetzt braucht das Schloss noch. Da fehlt Geld.
Holz haben wir genug, Ding haben wir genug. Ja, da warten wir noch eine Runde und dann können wir das Schloss bauen. Beziehungsweise wir könnten vielleicht ein bisschen Holz verkaufen. Obwohl, das gibt... Nee, das gibt zu wenig. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir erstmal. In der nächsten Runde können wir, denke ich, das Schloss bauen. Ah, aber ich sehe gerade auch auf der Uhrzeit, wäre wieder Zeit, eine neue Folge zu beginnen, beziehungsweise die zu beenden. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.